Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part City Skylines 2. Seht ihr das auch, was ich sehe? Die Straße ist krumm. Naja, beim letzten Mal haben wir unseren Bahnhof gebaut, unseren ersten. Ich bin immer noch am überlegen, ob wir da unten auch noch einen bauen sollten. Dann könnten wir das so ein bisschen verbinden, aber... Ja, wobei die Straßen, die Buslinie, die verbindet, das ist doch, glaube ich, die schwarze Linie, oder? Oder habe ich überhaupt eine, die es verbindet? Gute Frage, nächste Frage. Ja doch, die schwarze Linie müsste es sein. Alter, das ruckelt aber in dem Modus ganz schön. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Hier sind wir. Genau, hier sind die und die wollen wahrscheinlich... Ja, es geht gerade. Gerade hält sich's im Grenzen. Der ist nicht komplett ausgelastet. Und bringt die Leute ganz gut raus und wieder hoch. Ja, dann brauchen wir gar keine Bahn. Dann brauchen wir das gar nicht. Wir bräuchten aber mal vielleicht was für... Beziehungsweise, wie haben wir die Busverbindung hier gemacht? Wobei, die führt schon einmal komplett außenrum. Ey, wir haben einen Stein 13. Sehr schön. Wir haben hier immer noch ein massives Verkehrsproblem. Das lag an einem Unfall primär, glaube ich. Und dann eine Rush Hour. Weil eigentlich fließt der Verkehr hier ganz gut weg. Muss ich sagen. Also da habe ich schon Schlimmeres erwartet. Aber die Fahrzeuge sind noch nicht ganz so kompetent, das Problem zu lösen. Was man machen könnte, man könnte sagen, man macht hier eine Verbindung. Weil früher oder später wollen wir ja den Bereich hier eh erschließen. Und ich glaube, deswegen würde ich das machen. Die Überlegung ist jetzt nur, wie. Mache ich es mit der Straße? Das ist fast am besten, würde ich sagen. Dann müssen wir die Grundschule nochmal versetzen. Und machen hier eine achtspurige draus. Warum geht das jetzt wieder nicht? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Warum gehst du... Nee, das ist auch falsch. Ich lösche die beiden nochmal. Und jetzt da. Jetzt brauchen wir einen rechten Winkel. So. So, und dann müssen wir hier jetzt... Ich glaube, 15 Meter hoch. Und können wieder sehr steil nach unten. Und haben dann hier für später eine Straße, die gerade darunter geht. So, jetzt brauchen wir aber hier wieder Straßenbahnschienen. Zack. Da geht das dann lang. Und dann ist die Frage, wie machen wir das hier? Weil das ist ein bisschen sehr hoch sogar, gell? Kriegen wir das auch auf die Höhe? Welche ist denn das? 5? Scheint zu funktionieren. Auch wenn hier so eine Welle jetzt drin ist, aber... Das interessiert mich nicht. Wir machen dann eine... Versuchen wir erstmal das Basic-Ding. Basic kann funktionieren, muss es nicht. Ein bisschen sehr steil, oder? Ah, geht eigentlich. Ich muss es ja nicht befahren. Fußgänger-Dinger weg. Okay, diese Pöller, die backen hier ganz schön schon rein. Okay, das ist sehr buggy im Moment. Vielleicht doch nicht der beste Weg. Dann machen wir mal... Bis wohin kommen wir denn eigentlich? Machen wir das vielleicht und... Das. Und... Na, das packt hier mit dem Pöller. So, und jetzt müssen wir noch die Spuren theoretisch drehen. Zack.
Und das sieht doch jetzt ordentlich aus und funktioniert hoffentlich dann auch so, wie es soll. Achso, Moment. Zack. Ja, vielleicht ist das ein bisschen stark mit einer vierspurigen, aber wir müssen mal gucken, was der Verkehr sagt. Die fahren jetzt hier natürlich alle runter. Ist aber primär gar nicht mal so übel. Ja, schauen wir einfach mal. Wenn sich das sehr zurückstaut, müssen wir was gegen machen. Wenn nicht, passt das. So, jetzt können wir die Grundschule aber wieder ein bisschen mehr dahin setzen. Dann passt das. Wobei ich muss sagen, auffahrtsmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Man könnte hier auch so was Rundes draus machen, aber... ja. Hier haben die noch ein bisschen Probleme runterzufahren. Aber warum? Ach, weil die hier ganz wilde Wechselmanöver machen über die Brücke. Ja, das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht das, was ich vorhab. Oder was ich möchte. Hier hinten... ach, hier sind wieder Ampeln. Ich hasse das. Wenn man in den Optionen zumindest ausstellen könnte, dass man die immer gerne hätte. Also, dass die automatisch geplantet werden. Wir können hier mal so quermäßig welche machen. Dann wäre das ja okay. Ja, aber sonst ist das echt etwas nervig. Okay, hier staut sich das zurück, weil Baum oder so? Keine Ahnung. Wir werden es im Auge behalten. Was macht man jetzt? Jetzt könnten wir tatsächlich hier anfangen auszubauen. Problem ist... ah, hier kommen schon einige. Brauchen wir hier eine vierspurige? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oder man macht hier zweispurig weiter. Das ist auch eine Möglichkeit, die ich gerade präferiere, weil eh da hinten noch nicht viel los ist. Zack und zack. Darum ist das, glaube ich, ganz cool so dann. Warum fahren die hier drauf und wieder runter? Das sollte ich direkt verbieten. Wenn ich das könnte, hier haben wir noch ein Problem mit der Ampel. Aber da hier nicht ganz so viel los ist, werde ich das erstmal wegmachen, in der Hoffnung, dass es beim Speichern... Wie viele wollen da noch lang? Womit gibt es die Probleme mit den Fußgängern wieder? Ich hasse Fußgänger. So, dann machen wir hier. Hier können wir wieder drüben die hinmachen. Ich verstehe auch gar nicht, warum die hier halten wollen gerade. Da drüben gibt es ja nichts. Die müssten eigentlich schneller abfahren. Für die Menge an Verkehr, die hier kommt, fahren die vorne zu langsam ab. Beziehungsweise die reihen sich hier nicht schnell genug ein. Ja, wobei jetzt ist gerade so ein fließendes Tempo, aber ich glaube in der Menge ist das immer noch ein Problem. Da ist das ohne richtiges Autobahnkreuz noch immer ein Problem. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch Leute dazuziehen lassen, wird das, glaube ich, noch ein größeres. Wie groß ist das hier? Also wie groß sind die Gebiete hier normalerweise? Habe ich das überall gleich? 288? Nicht ganz so. Ja gut, dann wie viel haben wir hier? Ja, kann man eigentlich... mach noch mal so ein Stück nach vorne. So. Und dann können wir hier mal sagen... ja, lassen wir ein Kästchen mehr. So. Das hier geht hier ran. Auch wenn es eigentlich... ja, das ist eigentlich... eigentlich habe ich recht. Das gehört eigentlich verboten. Dann sollte ich das auch nicht machen.
Ja, möchte ich noch mehr Leute gerade einziehen lassen? Eigentlich nicht, aber man kann es hier hinten einziehen lassen. Dann, nein, dann machen die gerade erstmal kein Problem, glaube ich. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Zack. Und ich mache einfach gleich die weg, die falsch sind, beziehungsweise hier geht ja gar keiner hin. So, dann wird hier aufgezogen, dass die ziehen hier dann eh durch. Oder mache ich hier eine zweispurige draus? Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet. So. Cut back on watering the lawn and shower with a friend whenever possible. Dann machen wir aber auch direkt mal. Gut, dass wir den Mod haben. Öffnen. Und du darfst hier auch noch nach drüben. Weil sonst haben wir ein Problem. So, damit kriegen wir jetzt den doppelten Verkehr hier theoretisch durch. Wie war das? Die Autos nehmen dann andere Wege. Weiß ich noch nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Hier haben wir auch noch Ampeln. Weg, weg, weg. So. Warum? Die sollen mal Gas geben. Ist das eine gute Idee, hier eine Spur extra zu haben, die beides kann, geradeaus und abbiegen? Also ich rede von der hier. Oder wäre es besser, die hier getrennt zu machen? Ja, wobei, wir lösen es, glaube ich, langsam, aber stetig auf. Die Frage ist jetzt, ich könnte das nochmal wegmachen, jag die nochmal da drüber und mach das dann hier richtig. Gefällt mir das? Ich lasse es kurz noch so. Weil das hier ist jetzt fast frei. Keine Ahnung, warum die alle darüber wollen. Achso, wahrscheinlich sind da noch die Leute dabei, die jetzt hier einziehen. Ja gut. Anders kann ich es mir nicht erklären. So, die können hier beides zum Glück. Dann schauen wir mal. Ich muss sagen, es gibt ziemlich wenig Nachfrage nach dem Huhn. Das wundert mich so ein bisschen. Was ich jetzt mal gucken wollte, Bildung, hier. Okay, Sekundarschule brauchen wir noch eine neue. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon eine haben. Ich leg sie mal. Hier hinten, nein? Ach, weil, hier die Straße minimal reinragt. Na, klar. Moment. So. Zack. Dieses Radio, echt, da bin ich echt mal gespannt, wann die was gegen machen. Ist mir echt immer ein bisschen, ist ein bisschen nervig. So, Schulbibliothek. Und hier, genau, hier können neue kleine Häuser entstehen. Was hast du? Sackgasse, ja. Die soll ja auch keinen Verkehr durchmöglich. Achso, das ist eine Einspurige. So. So. Oh ja, wir haben den Verkehr hier besiegt. Nice. Achso. Ja. Theoretisch haben wir den Verkehr besiegt. Warum staut sich es jetzt hier? Gab es hier einen Unfall und ich habe es nicht gesehen? Weil egal, was wir machen würden, selbst wenn ich das da hinten wegmachen würde, die würden ja hier nicht geradeaus fahren. Wisst ihr was? Das würde man wahrscheinlich nicht so in der Realität machen. Nee. So. Erstmal eine Drehmöglichkeit. So. Jetzt sollte das hoffentlich besser gehen. Jetzt muss sich die Spur entscheiden. Wo wollen wir lang? Ja, denn nee. Das ist ja schon mal eine Katastrophe. Dass die hier überhaupt darüber fahren können. Aber alles, was dem Verkehrsfluss dienlich ist,
Ich weiß noch nicht, ob es dem dienlich ist. Die hier kriegen es irgendwie besser hin mit der Abfahrt. Also. Dem Typ gehört der Führerschein entzogen. Sage ich. Jetzt, wir machen, also geldmäßig müssen wir uns, glaube ich, auf gar nichts mehr einstellen. Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel? Wie liefern die an? Nee, Jungs und Mädels. So nicht. Weg, weg, weg. Ganz sicher so nicht. Also. Imagine. Du gehst so ran. Wir können hier mal eine Straße machen, weil ich weiß jetzt nicht, wo der Zulieferungspunkt ist. Aber erstmal verbinden wir hier wieder das. Beziehungsweise machen das noch ein bisschen schöner dann. Dann haben wir hier das, dass wir das hier verbinden. Gehen hier nochmal eins weiter zurück. Ziehen das gerade und gehen dann hier schön ran. So, jetzt gehen wir hier hoch einfach. So, und jetzt, da passt das hoffentlich. Also, was die da gemacht haben, das ist ja frech. Wow. Also, das ist, glaube ich, der größte Stau, den wir bis jetzt hatten. Vor allem auch von der Komplexität her ist der ja gigantisch lang. Achso, hier ist wieder Ampel. Weg. Wie? So? Was? Nein. Also, wieso? Das ist... Also... Man, manchmal Spiele. Ich verstehe es halt nicht. Wieso? Also wie? Vor allem, die fahren hier raus, um da dann wieder rein. Also. Was passiert, wenn ich so ein Pedestrian-Ding hier dazwischen mache? Sowas? Haben die es dann? Oh, dann haben sie es. Willst du? So. Also. Ich sag mal gar nichts dazu. Dazu können was die Entwickler sagen. Hoi. Das ist auch mir noch nie passiert. Irgendwo, glaube ich. So. Ja. Okay, wir müssen eine Spur auf jeden Fall fürs Abbiegen freigeben und eine, die es nicht tut. Beziehungsweise wir können hier doch vielleicht mit einer fünfspurigen asymmetrischen arbeiten. Fünfspurig asymmetrisch. Genau so. Und dann sagen wir spurenmäßig öffnen. Geradeaus, seitlich. Und weg. Was der Rest dann macht, ist mir egal. Was war. Also hier müssen wir auch mal. Es ist nicht das cleverste, die ganzen Dinger hier immer zusammenzustellen. Also die, das ganze Industriegebiet. Denn langsam müssen wir mal ein zweites aufmachen. Um einfach hier alles zu regeln. Genauso hier. Wieso zum Teufel dürfen hier Autos parken? Wer kam denn auf die Idee? So. Jetzt sieht man auch mal besser, was da passiert. Und wir kriegen den Stau hin. Glaube ich. Brauchen wir ein Lagerhaus vielleicht? was zum Teufel geht hier ab?
Die schauen halt komplett zurück. Wie kann man das Problem lösen, ist halt die Frage. Da bin ich ein bisschen, okay, wir lösen den Stau gerade auf. Vielleicht löst sich das automatisch. Und warum kommen hier keine Züge an? Auf Kurs. Wo ist denn der Kurs? Okay, anscheinend laufen die doch und ich bin nur blind gewesen in dem Moment. Weil hier sehe ich keinen, aber gut. Kommt sicherlich. Gut, der Verkehr ist mehr oder weniger am Fließen. Man könnte jetzt, okay, da kommt ein Zug. Man könnte natürlich sagen, man gibt den hier noch ein bisschen mehr Raum. So. Jetzt können die dahinter fahren. Dann haben die noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und wir stauen erstmal nicht hier wieder zurück. Aber das löst ja jetzt das Problem auch nicht wirklich. Okay, und die nehmen keine Fracht mit. Das ist eine Katastrophe. Zumindest gibt es keine Zugunglücke. Das scheint zu funktionieren. Ja, man kann auch sagen, man macht so. Man muss ja jetzt hier ein bisschen kreativ werden, sage ich jetzt mal. Komische Sachen verlangen komische Möglichkeiten, sage ich auch immer. Zählt das schon als abstrakte Kunst? So vielleicht. Ich mach's nochmal schön. Also das hier. Das da hinten immer. So, ja, dann schauen wir mal. Macht mal, was ihr wollt. Jetzt haben wir ein bisschen Platz, womit die sich zurückstauen können. Das soll so. Das ist eine kreative Notlösung, nenne ich das Ganze. Alter, wie das aussieht. Despawnen da Fahrzeuge? Ich glaube, ich habe gerade eins gesehen, was despawnt. Ich sehe einfach nur noch... Ach, da, deswegen kommen da keine neuen nach. Alter, wie das aussieht. Ist ja eine Vollkatastrophe. Das ist ja eine reine Vollkatastrophe. Uiuiuiui. Ja, wir bieten halt so ein bisschen Möglichkeiten, sich erstmal zurückzustauen. Ich hoffe einfach, dass das Ding hier sich schneller erholt. Wir bräuchten auch mehr Züge. Ja, mehr Züge bringt auch nichts, oder? Ich glaube nicht. Weil was soll das mehr bringen? Das Problem ist ja nicht, dass die Züge irgendwas... Also die Züge nehmen ja gar nichts mit. Oder wird das nur auf den Zügen falsch dargestellt? Dann... Moment, wird das Lager jetzt weniger, wenn der Zug hier andockt? Generell wird es irgendwie nicht mehr und nicht weniger, habe ich so das Gefühl. Wird nicht mehr und nicht weniger. Cool, wir haben jetzt auch schon Verkehrsstau bis nach da hinten, aber das hier ist wieder frei. Zumindest etwas. Wie das hier aussieht. Wie sieht es eigentlich aus Straßenmeisterei-mäßig? Brauchen wir da mal eine neue? Oder deckt die noch alles? Die deckt alles eigentlich gut ab. Na dann. Warum haben wir das hier abgemacht? Wahrscheinlich zu viel Verkehr, gell?
Wahrscheinlich zu viele Autos, die da runterfahren. Also wir wissen schon mal, dass das hier ganz gut funktioniert, weil es wird weniger. Aber das war es dann auch schon eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier mehr wird oder weniger. Müssen wir mal im Auge behalten. Das ist jetzt etwas, das macht mir ein bisschen Bedenken, aber wird schon. Wie sieht es hier oben aus? Das hier ist zurückgegangen. Wir haben hier keinen Verkehr mehr. Also keinen Stau. Wir haben hier ganz schön viel. Okay. Wir kommen hier raus. Ist das beides Gewerbe? Habe ich da raus beide? Ja, das ist beides Gewerbe. Oh Gott. Okay, wir brauchen mal hier für den... nee, das ist ja Innenstadt. Okay, Moment. Wir brauchen hier für eine extra Route. Dann machen wir jetzt hier noch eine Route. Ja, hier. Das weg, das weg. Dann können wir hier runter und hier hochfahren. Ja, kann man machen. Hier wird eh kaum ein Auto genutzt, was hochfährt. Und dann können wir hier Route machen wir so eine Shopping-Route wieder. Wo könnten wir noch lang? Eigentlich nirgends. Ja, nehmen wir die zwei mit. Das sind zwei Haltestellen. Kriegen wir wieder ein Achievement, was ihr nicht seht zum Glück diesmal. Man könnte sagen, ich habe mitgedacht, aber das war jetzt mehr Glück. E-Bus, du bist Farbe Orange. Und Ticketpreis 15 und Fahrzeuge 8. Und ein Busdepot haben wir ja da, gell? Ja, hier. Aber wir brauchen mehr Fahrzeuge. Shit, ich habe das genau natürlich so gemacht, dass hier nicht ein zweites hinpasst. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das noch mal umstellen dann. Ja, glaube ich, angebracht. Müssen wir mal schauen. Gut, die grünen Busse haben jetzt ein bisschen weniger zu tun und die anderen dafür. Ist das schon die neue Linie? Oder ist das noch die schwarze? Wo habe ich denn die jetzt hingemacht, die orangen? Nee, da hin. Okay, wird sicher. Wird sicher, wird sicher. 19 Stück direkt. Da kommen jetzt ein paar. Die Längen sind wahrscheinlich erstmal weggelaufen. Ah ne, die bleiben. Die wissen, da kommt bald der Bus. Alter. Ach ja, ich liebe das an City Skylines. Hat mir auch schon dem Vorgänger immer gefallen, wenn die Sachen überfüllt waren. Das ist irgendwie ein schönes Bild. Oh, wir sind bei den 100 Millionen. Das ist nice. Und hier haben wir Verkehrsprobleme, weil Personen auf der Fahrbahn. Das sollten wir hier verbieten, dass die hier lang dürfen. Die können ja hier immer noch außen rum. Aber das wird sonst ein Problem. So, dass wir zumindest hier die im Kreis ein bisschen vielleicht besser noch verteilen können. Weil dass sich es hier staut, ist nicht gut. Wir wollen alle auch dahin. Haben wir da genug? Ja, da haben wir eigentlich genug öffentliche Verkehrsmittel. Was natürlich auch ging, wäre die Straßenbahn einmal hier noch vielleicht halten zu lassen. Beziehungsweise hier. Hier ist besser eigentlich. Hier. Mach mal Route. Zack. Und dann kannst du die hier löschen. Ah. So. Und auch die Haltestelle löschen. Na. An der Lindenstraße. So. Weil wenn du hier hältst, dann passt das, glaube ich. Dann passt das hoffentlich. So, ich würde aber sagen, für den Part sind wir am Ende, weil wir sind beim
Ach du Scheiße. Das hier ist eine schlechte Idee gewesen anscheinend. dann das weg. Und nochmal richtig. Zack. Was haben wir denn hier? Feuerwehr-Hubschrauber-Depot. Zerstört. Hä? Dann, im Wasser. Nein, du musst auch da bauen. dann machen wir es mal ganz kurz. So, auch wenn mir das nicht gefällt. Aber wir brauchen hier den Strom. Leitest du keinen Strom? Doch, aber du nicht. Shit. So. Sieht nicht schön aus, muss wirken. Sag jetzt nicht Wasserschaden. Eine Wasserpumpstation hat ein Wasser. Ach komm, da kümmere ich mich das nächste Mal drum. Ich bleib hier mit der Kamera, dann weiß ich da beim nächsten Mal Bescheid. Das ist ja eine Vollkatastrophe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.